Laden hier oder unsere Hanfhaus-Idee noch zur Hälfte eigentlich ein reines Kommunikationsprojekt, weil man den vielen Leuten erstmal erklären muss, um was es eigentlich geht. Die Leute sind schlicht und einfach nicht informiert. Es kommen viele Leute, die fragen, ob man so eine Jacke anziehen darf überhaupt, ob man sie rauchen kann, weil es vielleicht tönt. Also man muss da bei Adam und Eva anfangen und den Leuten erstmal erzählen, um was es hier geht. Und insofern ist das jetzt noch kein im Sinne von ökonomisch gedacht lukratives Geschäft, zumal der Rohstoff bisher ja auch sehr knapp war, weil der Anbau noch immer verboten war bis dieses Jahr. Wir hoffen natürlich, dass sich das verbessert und wenn der Hanf als heimische Pflanze hier vor Ort wieder angebaut und verarbeitet werden kann, kann das natürlich in einigen Jahren auch ein sehr interessantes Geschäft werden, weil der Hanf an sich ein sehr billiger Rohstoff ist. Auch viele Frankfurter kennen sie nicht, die Hanfhaus-Filiale. Bislang in einer ruhigen Seitenstraße im Nordend, keine Lauflage, kaum Publikumsverkehr. Das soll sich jetzt ändern. Der Hanfladen zieht um in eine Einkaufsstraße. Bei den Produkten ist für jeden was dabei. Interessant für Allergiker ist die Kosmetikkollektion, die besonders hautverträglich ist. Auch für Kinder eignen sich die meisten Hanfprodukte. Die Wachsmalstifte können sogar unbeschadet gegessen werden. Im Design hapert es manchmal noch ein bisschen und manches passt durchaus noch zum Vorurteil Müsli-Kollektion. Doch aller Anfang ist schwer. Die Basisprodukte sind von hervorragender Qualität und wer nicht so sehr auf Design und Verpackung achtet, findet hier mit Sicherheit etwas. Für das Hanfhaus und andere Hanfläden ist es jetzt erst einmal wichtig, dass Hanf ein Thema bleibt. Zur Hanfkommunikation gibt's jede Menge Literatur. Manches ist eher zum Schmunzeln, aber die meisten Bücher enthalten wissenschaftliche Informationen über die Kulturpflanze Hanf, die schon seit mehr als 6000 Jahren vielfältig genutzt wird. Natürlich darf auch das Kultbuch der Hanfszene nicht fehlen. Das aus dem Amerikanischen übersetzte Werk ist das umfangreichste Buch über Hanf. Selbstverständlich auf Hanfpapier gedruckt. Von Kennern der Szene auch Hanfbibel genannt. Angeblich verantwortlich für die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf. Und so lautet auch der Titel des Werks. In Berlin ist die Keimzelle der neuen deutschen Hanfrevolution. Dort ist der Sitz der Zentrale der deutschen Hanfhäuser und der Sitz der Hanfgesellschaft. Ich begrüße den Vorsitzenden der Hanfgesellschaft hier auf der Frankfurter Biofachmesse, Herrn Rolf Haverbeck. Was ist denn die Hanfgesellschaft eigentlich? Die Hanfgesellschaft ist der Interessenverband der deutschen Hanfwirtschaft. Die Hanfgesellschaft existiert schon seit 2 Jahren und hat wesentlich dazu beigetragen, dass Hanf jetzt angebaut werden kann und eben auch den Handel mit Hanf vorangetrieben in den letzten 2 Jahren. Sie haben das Stichwort gegeben, es kann jetzt angebaut werden hier in Deutschland. Wie schätzen Sie denn Deutschland als wirtschaftlichen Standort für Hanf eben ein? Durch die Entwicklung der letzten 3 Jahre sehr positiv. Man hatte von 92 bis 95 eine Entwicklung im Handelsumsatz von ca. 1 Million 92 auf über 50 Millionen im Jahr 95. Das hat die Studie Hanf 2000 gezeigt. Dadurch können wir sicher sein, dass durch so eine starke Nachfrage auch eben die Grundlage dafür ist, hier anzubauen und in hohem Maße noch mehr zu verarbeiten als bisher. Das ist ja eine wunderschöne Pflanze. Darf ich so einen, die Samen, die ich ja kaufen darf, darf ich die einpflanzen? Nein, Sie dürfen Samen kaufen, Sie dürfen sie besitzen, Sie dürfen sie auch essen oder rösten und so weiter. Aber Sie dürfen sie nicht aussehen, das ist bisher immer noch verboten, obwohl man sagen kann, es ist eine schöne Pflanze und sie trägt auch sehr viel zur Raumatmosphäre, zum Raumklima bei, weil Hanf der leistungsfähige CO2-O2-Austausch ist. Vielen Dank, Herr Haverbeck. Liebe Zuschauer, Sie wissen, wo es Verbote gibt, gibt es meistens auch Sonderregelungen. Und so eine Sonderregelung gibt es im Botanischen Institut in Frankfurt. Dort darf der Hanf ausgesät werden, natürlich nur zu Lehrzwecken und zu Forschungszwecken. Und wie das funktioniert, das zeigen wir Ihnen jetzt. Wir haben schon einmal darüber berichtet, über die Nutzpflanzenführung im Botanischen Garten. Dann bekommen die Studenten ihn zu sehen, den Hanf. Ansonsten ist er weggeschlossen in der Universitätsgärtnerei. Jetzt können sie ihn anfassen, fühlen, riechen. Dann kommt er wieder schnell weg ins geheime Gewächshaus. Dort durften wir beobachten, wie Cannabis sativa angezogen wird.
Hier im Botanischen Institut in Frankfurt werden die Hanfsamen regelmäßig ausgesät. Frau Pietsch, Gärtnerin hier im Botanischen Institut, Sie wissen, wie es geht und Sie pflanzen die aus für hier die Lehrzwecke am Institut. Ja. Auf was kommt es denn an bei der Hanfzucht? Was für Erde brauchen die denn, die Pflanzen? Ja, wir benutzen eine Anzuchterde, die wir selber mischen, aus verschiedenen Komponenten, Torf, Kompost, Lehmerde und auch noch Sand. Und für zu Hause kann man aber normale Blumenerde verwenden mit einem Sandanteil. Der Sandanteil ist wichtig, damit die Aussaat nicht vergossen werden kann. Das heißt? Das heißt, die Aussaat sollte schon feucht gehalten werden, aber die lieben keine Staunässe. Ah ja, und durch den Sand läuft das dann besser ab. Gut, das lassen wir gerade mal hier stehen. Und da kommen die Samen jetzt einfach drauf? Da kommen jetzt die Samen drauf, in einer breitwürfigen Aussaat. Brauchen auch nicht viele sein, weil fast jedes Samenkorn aufläuft. Aufläuft heißt? Dass sie anfangen zu keimen. Und dann siebe ich sie noch ab. Und das muss so ein Sieb sein? Nee, da kann man auch ein normales, ausrangiertes Haushaltssieb nehmen. Und abgesiebt werden sie in der Stärke, wie das Samenkorn auch ist. Das ist so die Faustregel. Jetzt werden sie warm ausgestellt, bis sie anfangen zu keimen. Das dauert ungefähr 4 Tage. Da sollten sie gleichmäßig nass gehalten werden. Jetzt haben Sie hier schon welche vorbereitet für uns? Ja, die sind ungefähr 2 Wochen alt. Die sind schon pikiert worden, schon vereinzelt worden. Und jetzt können sie auch getopft werden. Die sehen ja richtig schön aus schon. Jetzt haben Sie hier drüben auch welche, die gefallen mir irgendwie gar nicht so. Sie sehen ein bisschen geil aus, was da passiert. Die sind ein bisschen vergeilt, die sind zu lang geworden, weil sie zu lange standen. Die hätten schon längst getopft werden müssen. Oh ja, also ganz wichtig, nicht vergessen, dieses Pikieren, das Vereinzeln der Pflanzen. Dazu löst man die hier einzeln raus. Und es kann auch ruhig bis zu den Keimblättern eingetopft werden, weil sich hier noch Wurzeln bilden werden. Mhm. Ja, und dann. Und das ist auch die gleiche Erde wie beim Aussehen? Genau die gleiche Erde, ja. Die kann man dann auch ein bisschen düngen, brauchen auch relativ viel Wasser. Und der Sand, der sorgt dafür, dass es nicht vernässt. Und wann habe ich dann endlich eine schöne Pflanze, wenn ich es darf, wie gesagt? Die wächst relativ schnell. Und nach 6 Wochen, nachdem sie in den kleineren Topf getopft worden sind, kann man sie in einen größeren Topf nochmal umtopfen, so 14, 15 cm Durchmesser, und das langt dann. So, liebe Zuschauer, warten Sie auf die Gesetzesänderung und dann können Sie sich auch eine schöne Hanfpflanze ins Zimmer oder im Sommer auch in dem Garten halten. Schön ist sie ohne Zweifel, die Hanfpflanze. Trotzdem verzichten die meisten botanischen Gärten darauf, sie auszustellen, obwohl es dafür Sondergenehmigungen gäbe. Sie haben zu viele schlechte Erfahrungen mit Pflanzenklau gemacht. Das private Berliner Hanfmuseum setzt auf Vertrauen und stellt die Pflanzen trotzdem aus. Besonders interessant und heikel wird es im Sommer, wenn der Hanf blüht. Jetzt ist er nicht nur besonders schön, sondern auch drogenhaltig. Allerdings nicht alle Sorten und ganz bestimmt nicht die Pflanzen, die hier ausgestellt sind oder auf deutschen Feldern wachsen. Beim Hanf scheint es ja wirklich so zu sein, dass die positiven Anwendungsmöglichkeiten den Drogenmissbrauch bei weitem überschreiten. Vielleicht ist Hanf ja wirklich eine der Antworten auf unsere Umwelt- und Rohstoffprobleme und vielleicht wird in ein paar Generationen über die Diskussion von heute nur gelacht. Und dann gibt es Hanf als Zimmerpflanze zur Luftverbesserung und vieles mehr aus Hanf. Hanf ist und bleibt auf jeden Fall eine tolle Pflanze und sie wird uns auch noch in Zukunft beschäftigen. Übrigens, in die nächste Hanfverwandtschaft gehört auch eine ganz interessante Pflanze, aus der des Deutschen liebstes Getränk gebraut wird, der Hopfen. In unserer nächsten Sendung geht es dann wieder ganz legal zu und ich hoffe, Sie sind wieder dabei, wenn es heißt Expedition ins Pflanzenreich.